Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Haltung von Sungaia Inexpectata, der philippinischen Gespenstschrecke. Also fangen wir an. Also wir sehen hier ein Männchen und zwei Weibchen. Hier unten sitzt noch eins. Also zur Unterscheidung, also die Männchen, die sind klein und schlank und die haben auch längere Fühler. Mehr eigentlich. Und die haben auch nicht so viel Dornen an den Beinen wie die Weibchen. Und die Weibchen haben einen Legestachel, mit dem sie die Eier legen. Also dazu kommen wir ja auch noch gleich zu den Eiern. Und genau, die Weibchen, die sind auch viel größer. Also bei Weibchen, ich habe jetzt zwei Weibchen. Die haben auch unterschiedliche Farben. Die hier unten ist mehr braun. Und mit so einem grünen, schwarzen Ton. Und die hier oben ist ganz schwarz und hat hier an den Beinen solche weißen Punkte. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Hier oben. Ja. Ja, und sie kommen von Philippinen. Von einer Insel, habe ich gehört. Also die leben nur auf so einer Insel, habe ich gehört. Also ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also bei mir bekommen die zu essen also solche Rose und Brombeere essen die. Und Haselnuss essen die bei mir auch. Also bei mir essen die es und die vertragen es auch gut. Und die Luftfeuchtigkeit ist bei mir jetzt zwischen 60% und 80%. Also ich halte die immer so 70% oder 80% habe ich am meisten. Und die Wärme, ich halte sie so bei 23, 24 Grad. Also da geht es ihnen auch ganz gut. Also ich habe da auch noch im Terrarium ein Stück Rinde drin, weil die setzen sich da gerne an die Unterseite ran, weil ich glaube, da können sie sich gut tarnen und fühlen sich da vielleicht sicherer. Und die bewegen sich auch bei mir ja mehr auf dem Boden. Und die legen auch in den Boden ihre Eier ab. Also ihre Eier sehen jetzt so aus. Sind so klein und schwarz. Also die legen die in die Erde. Ich habe die jetzt hier rein, mal, dass man die anschauen kann. Genau. Also ich habe im Terrarium einfach hier so eine Heimchendose mit Kokoshumus und da legen die ihre Eier gerne rein. Also da ist, glaube ich, gerade eins. Genau. Hier haben wir jetzt ein kleines Ei. Das kommt gleich mal hier in die Dose. Sie legen ihre Eier in die Erde. Mit ihrem Legestachel. Also ich habe die dabei auch schon mal beobachtet. Die setzen sich dann in die Erde und bohren ihren Legestachel in die Erde. Manchmal legen die bei mir hier auch auf die Erde drauf. So, also ich habe jetzt hier einmal dieses Rindenstück geholt, das ich da im Terrarium habe. Also guck, die setzen sich hier an die Unterseite ran. Gerne. Und man sieht den auch fast nicht. Genau. Und die bewegen sich dann halt mehr dort unten an dieser Rinde. Und dann tue ich da halt manchmal die Futterpflanzen so ein bisschen nach da unten biegen, weil die gehen nicht oft bei mir nach oben. Ja, und die Männchen, die sind sehr schnell, wenn man die mal berührt. Und die Weibchen, die rennen nicht so schnell. Also das Männchen, das rennt auch überall hin. Zum Beispiel beim Weibchen, das ist auch viel schwerer. Da könnte jetzt zum Beispiel die Futterpflanze umbrechen beim Weibchen. Das Männchen, das bei dem nicht. Das Männchen, das springt manchmal auch bei mir. Das ist ganz schnell und die haben halt auch sehr viele Stacheln. Und die sind halt auch sehr groß. Das Weibchen, das ist halt gerade... Ja, und bei dem Terrarium steht eigentlich nur ihre Futterpflanze in so einem Glas mit Deckel. Den habe ich geschnitten. Und dann steht da einfach noch ja, die Rinde drin und hier noch die Kokoserde. Also manche mögen kein Küchenpapier auf dem Boden, aber ich habe das jetzt, weil ich habe gerade keine Erde mehr. Dann muss ich wieder nicht einkaufen, aber ja. Dann tue ich die einfach da so reinstellen, dann legen die ihre Eier da rein. So, und jetzt kann ich noch ein paar Bilder einblenden, wie die klein ausgesehen haben, als die noch frisch geschlüpft waren und als sie noch klein waren. Ja, also das waren sie, als sie noch klein waren.
Ja, also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und abonniert vielleicht meinen Kanal. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.